Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Forts mit dem Seras. Servus. Und heute eine normale 1 gegen 1 Folge. Am Wochenende werde ich endlich eine Ankündigung zu einem Community-Projekt machen. Da muss ich mit Seras nachher noch drüber reden. Und dann werden wir vielleicht demnächst mal gegeneinander spielen, liebe Zuschauer. Aber wie gesagt, heute normale Folge. Wir haben eine Folge am Mittwoch, ich weiß nicht mehr, gesehen hat. Der wird jetzt quasi schon zumindest zum Teil wissen, was ich vorhab. Ob es klappt, wissen wir Ich nicht. guck mal kurz auf meinem Smartphone, ne? Nee, nee. Und es ist die gleiche Map. Okay. Und schauen wir einfach mal, ob es funktioniert. Bin gespannt. Ich habe eine neue Combo ausprobiert. Gucken wir einfach mal, nicht? Sechs Gucken wir mal. Minuten, okay. Bitte? Ich habe gerade nur geguckt, wie lange die Ja, Friedenszeit ist. ein bisschen heute. Boah, das ist. Ich hasse die Map. Für Energie ist die furchtbar. Ja, vor allem ist das alles so unausgeglichen. Da musst du immer hinten Gegengewicht bauen. Ja, warte, sehen wir uns? Nein, tun wir nicht. Eingestellt. So, erstmal Economy. Wobei, stimmt eigentlich gar Boah, nicht. diese vorgebauten Minen hier sind auch echt zum Kotzen, ne? Ja, das ist bei der Map vor allem sehr extrem. Also die obersten beiden Plätze, die kannst du ja voll abschreiben. Ja, aber ich will sie auch nicht wirklich abbauen, weil da hast du wieder voll den Nee, Nachteil. nee. Auf keinen Fall abbauen. Das kriegst du nicht mehr rein, die Zeit. Ja, das ist halt echt furchtbar. Ich meine, was denken die sich? Das ist höchstens was fürs Endgame, aber auch da ist es wirklich die Frage, ob es dir was bringt, das zu tun. So, so bleiben wir erstmal. Shitty. Jetzt müssen wir warten. Liebe Basis, bitte fall nicht zusammen. Die gehört definitiv nicht zu meinen Favorite Maps. Das ist so ein Balanceakt hier. Nee, es ist auch nicht meine Favorite Map, ist aber eine Favorite Map für meine Strategie, die ich gerne ausprobieren möchte. Beziehungsweise, eigentlich ist es egal. Aber auf der habe ich es halt getestet, weil. Ich versuch's mal zu predikten, was du vorhast. Boah, das ist schwierig. Also, wie gesagt, das hat nicht unbedingt was mit der Map zu tun, weil das geht auf fast allen. Aber ich habe es halt auf der geübt, deswegen weiß ich ungefähr, was ich tun muss. Aber trotzdem ist es eine unangenehme Map. Die kann sehr schnell teuer werden, sag ich mal. Weil du halt sehr viel zum Verteidigen hast nach unten weg. Und das finde ich nicht so hundertprozentig Wir optimal. können ja sagen, Economy ist tabu, ne? Boah, das wird aber schwierig, ey. Du hast ja quasi überall Economy. Warum? Du kannst ja einfach den, ich sag mal, einen feldbreiten Stängel nach unten in Ruhe lassen. Naja, wohl, da kannst du ja trotzdem Waffen reinbauen. Wollte sagen, wie willst du denn das machen? Das können wir machen, okay, dann baue ich da unten 10 Laser hin. Nee, danke. Weil die passen ja in Einser-Kästchen rein. Sehr schön. So, Vorbereitungen wären abgeschlossen. Jetzt schon? Naja, also die grundlegenden Vorbereitungen, sage ich mal. Also es tut mir jetzt schon leid, falls ich zusammenbrechen sollte, ne? Ach, ist schon okay. Ja gut, eigentlich ganz gut in der Zeit. Als erstes wird das hier gebaut. Sattel. Davon, bisschen davon und so weiter. Ihr wisst was. Ihr wisst, was los ist. Oh mein Gott. Immer so schwierig, Sachen Geht's dir gut, ja?
Immer so schwierig, Sachen anzuteasern, ohne zu genau zu werden. Oh fuck, ey. Ich glaube, meine Basis macht wirklich gleich Knacks. Das wäre nicht so gut für dich. Nee, definitiv nicht. Wie stärke ich denn das jetzt? Bisschen schön so, ne? Hier nicht so, ne? Oh, jetzt haben wir fast was vergessen. Du schießt hoffentlich mit nichts, was großen Impact verursacht. So. Weil, wie gesagt, meine Basis sonst beknacken macht. Zeitlich ist das aber nicht so gut dieses Mal drin. Das hier brauchen wir unbedingt. Ach verdammt. Ich hab was vergessen. Ach, kein Problem, ich auch. So, gucken wir mal. Schauen wir mal als Epsin halt. Okay, das war voll vorbeigeschossen. Nee. Okay. Schauen wir mal was anderes. Au. Okay. Verstanden. Okay, du hast es predicted. Ja, ich habe irgendwie damit gerechnet. Gut, dann müssen wir ein bisschen switchen. Das wolltest du nämlich die ganze Zeit mal ausprobieren. Ja, und gegen die KI oder gegen Leute, die es nicht merken, funktioniert das außerordentlich gut. Alter, hast du echt deine ganze Basis mit Metall? Nee. Ja, gut. Hattest du was davor stehen? Nö. Sicher? Ja. Moment, das kann ich mir irgendwie nicht. Nö, du hast einfach die Panzerplatte durchschlagen. Hä, aber warum hast du denn oben weggebaut? Das hast du weggeschossen. Im ersten Schuss oder was? Ja. Warum hast du keine neu gebaut? Weil ich nicht schnell genug hinterhergekommen bin. Das war natürlich ungünstig. Aber gut. Oh, du hattest einfach einen neuen Commander. Ja. Ja, aber ich bin nicht dazu gekommen, also auf der Map ist der. Naja. Okay, dann müssen wir jetzt noch eins machen. Das ging jetzt ein bisschen zügig. Entschuldigung, also, ich bin immer noch krank. Was lernen wir daraus? Schneller. Ah, genau, das hier können wir mal machen. Es wurde sich gewünscht. Jetzt muss ich mal nur kurz was nachschauen. Was macht mehr Sinn? Macht die hier mehr Sinn? Nee, die oben macht mehr Sinn. So. Die musst du leider einmal runterladen. Battleship. Ist das die mit den beiden großen Schiffen? Ja. Okay. Haust du mich jetzt mit einer Railgun weg? Nee, tatsächlich nicht. Deswegen, wir machen mal Waffenstillstand ein bisschen länger. Tanjas Mod. Okay. Ja, die ist automatisch, aktiviert. Ich kann die nicht ausmachen. Das ist ein bisschen blöd. Mit der Map zusammen, oder wie? Ja, die wird automatisch angestellt. Gut, ist an sich nicht schlimm, aber... Ich habe halt keinen Plan, was alles in der Mod mittlerweile drin ist, ne? Ich auch nicht. Deswegen, ich werde aber halt fast eh nichts daraus benutzen.
Aber es wurde sich was gewünscht und ich versuche es zu bauen. Ich kann leider nichts dazu sagen, weil es super einfach wahrscheinlich zu zerstören wäre. Wobei auf der Map, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Ich habe einen Plan. Es ist halt echt massiv. Also du hast ja... Ach du Scheiß, okay. Hier gibt es ja schon mega viel Vorgebautes. Hey, haben wir Waffenstillstand an? Ja. Weil ich es nicht sehe. Okay, Waffenstillstand ist nicht an. Warum? Moment. Sorry, 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 sorry. Ich kann aber nicht schießen. Okay, dann ist das einfach nur verbuggt. Dann drück mal F8 auf. Ich hab's Ach, auf 9 nö, Minuten. damit kann ich schießen. Mit was? Mit den Smoke Launchern. Ja, gut, du kannst wahrscheinlich nicht schießen, weil Ja, ich nicht genug Zeug habe. Ist mir gerade auch aufgefallen. Scheiße, das ist eine Atomkanone. Ja, abbauen. Warte mal kurz. Warum kann ich kein Escape drücken? Was ist das? Kannst du jetzt? Ich kann gar nichts machen. Okay, lass die Kanone abbauen. Weil das finde ich räudig. Ich baue meine jetzt gerade ab und wir Ja, ich auch. Ich machen finde einfach die weiter. generell zu stark, die Kanone. Die ist gar nicht so stark tatsächlich. Aber. Also gegen erfahrene Spieler ist die nicht so stark, sagen wir es mal so. Deswegen finde ich jetzt nicht so gut, wenn wir die benutzen würden. Ja. Bla bla. Gut. Das Problem an der Map ist, die kann sehr zeitintensiv sein. Deswegen gucken wir mal, ob wir die Zeit haben. Naja, aber wenigstens ist es mal ein solides Fundament. Ja, aber vorsichtig, ne? So super stabil ist das nicht. Steps. Ach, das ist ein Swarm Missile, okay. Gar keine Tech-Gebäude. Gab's hier nicht diese völlig abgedrehten Pinguinwerfer? Ich weiß nicht, ob die hier schon drin sind oder ob man dafür eine Mod braucht, aber die gibt es. Ich weiß, wie gesagt, nur nicht, ob es es hier gibt. Musst du mal ausprobieren, kann ich dir so nicht sagen. Ah, hier konnte man auch die Raumschiffe bauen. Meinst du? Du hast bei Geräten einen Antigravreaktor. Du kannst quasi deine Basis abbauen und dich hochfliegen lassen. Boah, das habe ich schon ein paar Mal auf Servern aufprobiert. Ich habe es nicht so ordentlich hinbekommen, muss ich gestehen. Das passt erstmal. So, und dann bauen wir das hier, ganz viel davon. Aber... Ah, verdammt. Okay, cool. Was dann? Das siehst du gleich, wenn es funktionieren sollte. So, was brauchen wir noch alles?
die eigentlich auch so eine Arschvollpanzerung? Nee, gibt's nicht. Nee, es gibt Energiepanzerung in dem Sinne, dass es halt so Solarpanels gibt. Aber ansonsten. Ah ja, gut. Panzerung für Reaktoren, für Turbinen gibt's. Ah, stimmt. Diese Smoke Launcher sind so dämlich. Super sind die. Ah, ja, guck, es funktioniert. Was zum Teufel ist das denn? Schutzschild aktiviert. Okay. Wie geil. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Aber es hat keine lange Duration. Jo, chill mal, ja? Hallo, hab gesagt, chill mal. Okay, aber die sind leider nicht so ganz effektiv, muss ich sagen. Alter, die machen sich bumm. Ja. Alter! Yo! Und tschüss. Tschüss. Schaden tatsächlich. Die zünden halt an. Ah, okay. Das ist der Main Purpose für die Dinge. So wie ich es verstanden habe. Ja gut, warum nicht, ne? Ernsthaft? Moment, Moment. Lass mich mal kurz leben, ja? Wieso? Ich will nur kurz eine Waffe ausprobieren. Weiß ich, ob ich das will? Du wirst es wollen. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Ach, gut. So, Flugzeuge. Ja, ich will mal wissen, wie expeditiv der ist. Ah, nicht so gut. Was geht? Der Splash ist okay, aber ja. Ansonsten. Also ich finde die nicht so sinnvoll. Nee. Gab's da nicht irgendwie stärkere von, also bombermäßig? Das hängt vom Commander ab, den du benutzt. Ah! Okay. Also es gibt, ich weiß nicht, ob es für jeden Commander unterschiedliche Waffen gibt, aber für einige. Ich find's so süß, wie die Flak versucht, die beim Hochfliegen zu erwischen. Deck ist das nicht so effektiv. Nee, Gott sei Dank nicht. Jetzt brennt den Fisch wieder. Ach, da hinten. Ja, ich sag ja, dafür sind sie gut. Ist tatsächlich die Frage, wie kann ich meiner Flak klar machen,
dass sie die erst später beschießen sollen. Schwierig. Ah, die Mörser sind so ordentlich. Oh, alt, alt, alt. Was sind die hier? Die sind echt nicht schlecht. Sind nicht so schlecht. Gut, ja, ne? Boah, das sieht ja witzig aus, das Ding. Wo brennt's denn hier noch? Da. Viel Spaß. Um Gottes Willen. So nett die Idee mit den vielen Mörsern war, aber man hat einfach auch hier zu wenig Platz. Also man müsste so viele bauen. Da baue ich 10-mal lieber hier von diesen Dingern, was du auch da benutzt. Das die ist sind das halt echt brutal. Nebelwerfer. Also, eine Masse davon hast. Die machen einzelne Damage, aber das ganze Feuer an sich, ne? Ja, das ist schon nicht unübel. Sagen wir es mal so. So, jetzt muss ich aber auch langsam mal anfangen, wieder eine Waffe zu bauen. Warte mal, ich hab. Komm jetzt, hör auf zu brennen, ist gut jetzt. Einfach mal hier überall welche rein. Das war eine schöne Wolle. Bitte? Das war eine schöne. Unterschreiben. Nicht genug kaputt gegangen. Ich hoffe es. Oh, ist gut jetzt. Ich glaube, so ein Final Blow kriege ich damit nicht hin. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß ja nicht. Zum Harassen sind sie auf jeden Fall sehr gut. Ja, das nervt schon. Das ist korrekt. Ja, bei den Waffen steht auch dabei, je nach Requires Hurricane Commander, Armory, bla, ja. So effektiv. Jetzt noch voll vorbei. Das Fiese ist, jedes Mal, wenn die einschlagen, generieren die so viel EP quasi, dass man Commander direkt die wieder aufladen kann. Oh, okay. Oh, das ist super. Das darf natürlich dann nicht passieren. Ja gut, ich weiß aber noch nicht, wie man die ordentlich countern kann, ne? Mit Flak nach oben. Deine Flak ist ja eingebaut, dass du sie nicht nach oben schieben kannst. Also ich meine, du siehst ja, wie meine Flak aufgebaut ist. Boah. Schon wieder der Commander fertig. Wo brennt's denn schon? Ist nicht angekommen. Boah, mein Gott. Das ist so eine Waffe, die ich in auch so einem Strategiespiel voll lieben würde. So eine indirekte Harassment-Waffe. Ich kann mich ja noch an eine gute Folge von Kingsbombs Commander erinnern. Cream Commander, da hast du auch wieder so einen Scheiß benutzt. Wo, hier, wo wir unser Versus hatten, meinst du, wo ich dich mit Artino platt gemacht hab? Oh, Scheiße, warum geht das jetzt nicht? Aber Panzerung hält das ganz gut aus. Ja, trotzdem nervig. Soll ich aufhören? Nö. Ich baue.
baue ja währenddessen Sachen. Oh, hier brennt ja alles. Ja. Das ist aber ganz schlecht. Alter, also langsam, wenn man nicht drauf achtet, hämmert sie es halt auch wirklich irgendwann mal von oben nach unten durch. Das meine ich nicht mal. Ich will das doch nur einmal ausprobieren. Hör mal auf zu schießen, bitte. Okay. Ja, okay, du darfst. Lösch mal das Feuer hinten. Oh, ich kann gar nicht mehr das machen, was ich machen wollte. Ich habe keine Energie mehr. Das war schlecht. Dein vorderer Kern. Du hast irgendwas mit Portalen vor. Ja. Wolltest du einen Laser machen? Ja. Aber ich habe keine Energie mehr. Ja, dann hol dir schnell welche. Boah, kann jetzt mal alles aufhören zu brennen jetzt. Ist schon gelöscht. Ist das richtig ausgerichtet? Oh nein, ist es nicht. Hättest du dich selber gerade abgeknallt? Warte, davon ist der Schild, das Portal. Ja, man baut das eigentlich noch viel komplizierter. Eigentlich macht man ein großes Portal, dann ein kleines, dann wieder ein großes, dann ein kleines, damit es halt immer. Aber da habe ich jetzt keine Zeit für. So. Das ist jetzt ein blödes Schild, ey. Aber es hat schon gut Damage gemacht. Und die habe ich nicht mal ordentlich gezielt, ey. Und weiter geht's. LOL! Ich würde das Portal auch ausmachen, wenn du es nicht benutzt. Ja. Das ist ja eh gar nicht. Dann habe ich sowieso also die Geschichte da irgendwie mit ein paar. Mörsern da was zu reißen, kannst du voll vergessen. Warte, die will ich jetzt aber noch ausprobieren. Ah, du hast den auch. Ja. Okay, meiner ist zu kurz, deiner trifft aber.
Wie weh tut der? LOL! Das ist ein Bunkerbrecher. Alter, wie weit der tut. Der hat meinen Kern direkt getroffen. Der ist einmal durch. Wie die Bunkerbuster bei Worms. Können wir eigentlich auch mal wieder zocken? Ich hab auch wieder Lust drauf. Das stimmt. Also der Kern ist futsch, nehme ich mal an. Ja, das ist heftig, wie weit die durchgeht. Vielleicht gewinne ich noch. Ich glaube nicht. Ich glaub nicht, nein. Komm. Warte, lass den mal treffen. Musst du mal gucken, wie weit das durchgeht. Das ist echt. Ja, oh. Was heißt denn hier, lass den mal treffen? Was soll ich denn da machen? Das kann man schlank abhalten. Ja, aber ich habe keine, falls es dir nicht aufgefallen ist. Nicht. Warum sollte ich? Achtung, die treffen sich jetzt in der Luft. Oh, knapp. Ah, okay, das ist ziemlich gut. Panzerung, oder? Eventuell. Warum ist denn das Ding hier noch nicht abgebaut? Okay. Boah, die muss ich alle per Hand jetzt aufmachen. Freudig. LOL. Ich habe meine eigene Granate getroffen. Okay. Okay. Verzweifelter Versuch. Was ist das für eine komische Flak? Irgendeine Special Flak? Oder was ist das? Welche meinst du? Die schießt so komisch schnell. Ich hab drei davon hintereinander. So. Meins hast du auch nicht. Oh, aber die Bunkerbuster sind ganz witzig, ey. Ja. Komm, ich hol dich mal durch. LOL. Mir fällt jetzt erst auf, dass ich gar keine Energieproduktion mehr. Warum nicht? Au. Ja, warum wohl nicht? Komm, jetzt gib mir endlich einen Todesstoß. Der Kern ist oben, das weißt du. Mit diesen indirekten Waffen. Oh, verdammt. Was war das denn? Viel zu tief geschossen. Ja, warte, ich sammle kurz Energie für die Inferno-Kanone. Schnell reparieren! Mal nicht so geil. Dafür sind sie ja auch nicht gemacht. Jetzt töte mich, bitte. Tu doch schon, was ich kann. Wir tun, was wir können. Ja, das war ja gar nichts. Ein armer, einfacher Laser. Den ganzen Tag arbeiten. Also ich krieg dein Flakisch, also dein Bunkerbuster-Ding nicht zerstört. Sehr gut. LOL, wie abgeschnitten!
hab nicht mal mehr Geld. Das jetzt aber, oder? Oh. Niemand hat mir gesagt, dass ich hier präzise sein muss. Guck, ich schaff's nicht. Was? Dein Bunkerbuster zu treffen. Oh, Alter, wenn du das triffst. Das Problem ist tatsächlich, ich glaube, gegen Panzerung. Alter! Ja, okay. Bitte, du wolltest sagen. Gegen Panzerung ist das voll kacke, aber nee, ist gut. Eine Panzerung durchschlägst du. Definitiv interessant. Vielleicht machen wir das sogar nochmal. Und das können wir eigentlich gleich nochmal machen, allerdings in einer neuen Folge. Kannst du okay. Auf deinem Kanal bringen. Oder du bringst auf deinem. Ich wollte eigentlich warten, bis ich wieder gesund bin. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Spüssi. Ciao, ciao.